und dann kämpfen die Farben manchmal miteinander und dann bin ich so, stopp! Ja. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute der versprochene Junkyard Haul und da haben sich ganz viele von euch drauf gefreut. Und worüber ich mich ganz besonders freue, ist, Junkyard hat jetzt Beauty-Produkte. Wir haben auf jeden Fall Schminke von Revolution und sonstigen Kram, also mega geil. Und ich habe sogar noch einen Rabattcode am Ende für euch. Also es lohnt sich auf jeden Fall, mega da vorbeizuschauen. Wenn ich auf Junkyard bin und ich mir mal wieder was aussuchen darf, danke erstmal dafür. Ich finde immer was. Ich verlinke euch alles, was ich euch heute zeige, in der Infobox. Und ich fange erstmal mit den Beauty-Produkten an. Und zwar ist das ein Beauty-Blender. Und zwar ein originaler Beauty-Blender. Und ich hatte noch nie einen. Aber Olivia hatte mich einmal damit geschminkt und das ist wirklich so, als ob du dich so mit einer Wolke schminkst. Gibt es auch in verschiedenen Farben und ich fand Orange jetzt ganz toll, weil es den auch in Pink gab, ne? Und dann kämpfen die Farben manchmal miteinander und dann bin ich so, stopp! Ja. Und dann, ihr wisst ja Leute, ich habe Extensions und die müssen natürlich auch gut gepflegt werden. Ich hatte früher immer einen Tangle Teaser. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Das sind ja auch Bürsten, die so ein bisschen teurer sind. Ich glaube, die liegen so bei 15 Euro. Ich hatte mich dann einfach auf der Seite umgeguckt und dann hatten die auch Tangle Teaser. Und ich dachte so, Junkyard, was geht plötzlich bei euch? Beauty Blender, Tangle Teaser. Ich zeige euch gleich noch einen Föhn. Ich habe einen neuen Föhn. Ja, auf jeden Fall habe ich mir einen neuen Tangle Teaser bestellt und der ist so schön. Der hat so eine Art Meerjungfrauen-Look, nenne ich das immer. Der glänzt so schön. Dann diese rosa Borsten, die liegen super in der Hand. Du kannst super durch die Haare gehen. Ich kämme mir dann mal kurz die Haare. Irgendwie hat man immer das Bedürfnis, seine Haare zu kämmen, wenn man Extensions hat. Obwohl man das bei denen gar nicht braucht, aber ich liebe das, sie zu kämmen. Also Tangle Teaser sind ja dafür bekannt, dass man die Haare kämmen kann, ohne dass man drinne hängen bleibt. Also man kann so easy durch die Haare gehen. Aber manchmal, da die Extensions ja so viel sind und so dick, brauche ich halt einfach eine kräftigere Bürste, wo ich dann einfach mal so richtig durch die Haare gehe. Aber sonst auch für unterwegs super Größe, kann man klasse in die Handtasche stecken. Ups. Dann, Leute, hatte ich keinen Föhn. Also als ich vor 2 Jahren ungefähr bei meinen Eltern ausgezogen bin, hatte ich natürlich bei meinen Eltern einen Föhn. Ich hatte auch einen eigenen Föhn, aber der ist dann irgendwann mal kaputt gegangen. Und als ich dann in die WG gezogen bin, hatte ich natürlich keinen Föhn. Und Sarah hat es natürlich auch nicht eingesehen, sich einen Föhn zu kaufen. Und irgendwann hatte mir eine Freundin dann ihren geschenkt, weil sie sich einen neuen holen wollte. Also hat sie mir einen alten gegeben. Bis heute habe ich diesen alten Föhn, der wirklich alt ist. Ich kann ihn euch mal zeigen. Das ist der alte Föhn. Wow. Sagt mir bitte, dass der nicht wirklich mega alt ist. Das Ding ist, der funktioniert auch. Also kann mich nicht beklagen, aber irgendwie dachte ich so, hey, du kannst jetzt einen Föhn aussuchen, dann gönn dir doch mal einen neuen Föhn. Und die hatten sogar den Föhn, den mein Friseur immer benutzt. Daher wusste ich nämlich auch, dass der nur gut sein kann, weil alles, was er benutzt, bin ich immer der Meinung, dass das gut ist. I don't know. Deswegen musste ich auch nicht lange überlegen, weil sonst bin ich so bei Elektrogeräten. Ich informiere mich immer. Ich gucke so Bewertungen an, was gut ist, was nicht. Das ist einmal ein Föhn von Babyliss. Ich hoffe, man spricht das so aus. Ich weiß es gerade nicht. Also ich habe den Produktnamen noch nie gehört. Wie gesagt, nur bei meinem Friseur gesehen. Ich habe ihn wirklich noch nicht benutzt. Wenn ich mir neue Schuhe kaufe, neue Klamotten, will ich die eigentlich immer direkt anziehen. Aber bei Elektro, ich meine, ich habe ein neues Handy, aber ich benutze noch mein altes. Was steht hier denn? Steht hier auch irgendwas in Deutsch? Der Motor Pro AC von Babyliss wird in Italien hergestellt und bietet eine Drehzahl von 17.000 Umdrehungen pro Minute. Er erzeugt einen starken Luftstrom, der selbst sehr dicke Strähnen sofort durchdringt, um 25% schneller zu trocknen und eine zweimal präzisere, lange haltende Föhnfrisur von professioneller Qualität zu erzeugen. Er wurde für dauerhaften, intensiven Betrieb konzipiert und bietet eine außerordentliche Lebensdauer. 5-mal länger als die eines herkömmlichen Haarföhns. Mein Friseur benutzt den auch zum Stylen. Der hat ja vorne auch so eine, wie nennt man das? Wo die Luft halt so rausgeschossen kommt dann. Wo die Luft dann rausgeschossen kommt, oh wow. Ja, der Föhn ist super, ich merke schon. Kommen wir direkt zu den Klamotten. Also das waren so die 3 Produkte, die ich halt beauty-technisch unterordne. Würde. Aber das Geilste an Junkyard sind natürlich die Klamotten. Da fangen wir auch einfach mit diesem roten Tommy Hilfiger Pulli an. Ja, rot. Ich mag nur keine roten Schuhe. Und da kommt es auch nochmal drauf an, welches Rot. Also wären die jetzt so rot, würde ich es nicht mögen. Aber bei Pullis finde ich das ab und zu echt mal ganz chillig. Was ich ganz cool finde, sind so die kleinen Details. Der Pulli ist sehr weich von innen, also es hat so einen kuscheligen Stoff. Das ist jetzt eine Größe S. Das Problem ist, darauf müsst ihr echt achten, Junkyard hat ganz viele Unisex-Produkte.
Produkte. Wenn es ein Unisex-Produkt ist, dann haben die auch von dem Produkt Bilder mit einem Mann und einer Frau. Aber ich dachte, die Pullis sehen halt so gleich aus, deswegen habe ich den auch nochmal in Grau bestellt, aber leider für Männer. Den gab es halt nicht für Frauen und ich dachte, vielleicht ist eine S für Männer nicht so unterschiedlich oder vielleicht ist das sogar derselbe Pulli. Ihr werdet schnell merken, der Männerpulli ist viel zu groß. Gleiche Qualität, super kuschelig. Ich mag das super gerne und ich hätte so gerne einen grauen Tommy Hilfiger Pulli gehabt. Gerade weil der so schlicht ist, da nichts draufsteht. Ich wollte unbedingt einen grauen Pulli und der passt natürlich jetzt nicht. Also S ist, lasst mich lügen, ungefähr wie eine L. Also ich weiß nicht, was sich manche Firmen bei Größen denken, aber das ist einfach keine S, auch keine S für Männer. Weil ich persönlich trage auch gerne Männerpullis und da trage ich teilweise auch einfach eine M. Und das ist eine S und das ist ein Zelt. Aber der Frauenpulli in Rot passt super. Den gab es auch in anderen Farben. Soweit ich weiß, lass mich nicht lügen. Aber halt leider nicht in Grau. Dann habe ich eine Calvin Klein Jeansjacke. Und als ich die gesehen habe, war ich richtig so, wow, geil. Weil ich stehe unnormal auf Jeansjacken. Und auch so viele verschiedene Jeansjacken. Ich mag das sehr gerne, wenn die irgendwelche coolen Details haben. Irgendwelche Aufdrücke. Irgendwas, was halt so raussticht. Und ich habe halt die Jacke gesehen und die hatte diese coolen Sprenkel. Ich hoffe, die gibt es noch. Die war auch auf 80 Euro runtergesetzt. Wobei ich sagen muss, dass mir der Schnitt einfach nicht zusagt. Bei mir ist es sehr wichtig, dass Jeansjacken, hier kann man das ganz gut sehen, die Schultern sitzen nicht direkt hier oben an den Schultern, sondern hängen runter. Und das ist mir ganz wichtig bei Jeansjacken. Und sie ist halt sehr auf Taille geschnitten. Ich habe da jetzt eine M genommen, weil ich wollte, dass die lockerer ist. Also ein bisschen Oversize. Nix da. Also gut, dass ich M genommen habe, weil eine S wäre mir an den Armen, glaube ich, zu eng gewesen. Die fällt sehr, sehr eng aus. Also eine M passt, aber sie passt halt nicht so, wie ich das mag. Farbe finde ich super. Die Farbkleckse sehen mega geil aus. Da gab es sogar noch eine passende Hose zu, aber Hosen brauche ich gar nicht ausprobieren von irgendeiner Marke, die nicht Topshop heißt. Aber ich liebe so Zweiteiler, muss ich ehrlich sagen. Ist halt so vom Schnitt leider nicht meins. Dann habe ich ein mega cooles Shirt gefunden. Das war auch relativ günstig. Ich glaube nur 20 Euro. Es ist ein weißes Shirt und da steht drauf No, please don't send nudes. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, als YouTuber, Blogger kriegt man oftmals bescheuerte Bilder zugeschickt, wo man sich denkt, habe ich jetzt danach gefragt? Ich wollte eigentlich deinen kleinen Lulu nicht sehen. Ist ein schlichtes T-Shirt, aber halt irgendwie cool, weil eigentlich stehe ich nicht auf T-Shirts mit Slogan oder halt mit irgendwelchen Sprüchen, aber das fand ich halt irgendwie passend. Dann habe ich mir noch eine Adidas Leggings bestellt und zwar in Kindergröße. Sehr, sehr wichtig. War irgendwie immer überall ausverkauft und ich wollte diese Leggings unbedingt haben. Deswegen habe ich sie mir in normale Frauengröße geholt. Hat auch gepasst, aber war unten halt leider zu lang. Und mir ist ein kleines Malörchen passiert. Auf jeden Fall habe ich mit Bleichmittel geputzt. Und mehr brauche ich eigentlich nicht dazu sagen, oder? Und die sitzt halt super. Also hier unten ist die perfekt. Ich bin 1,53, falls sich das jetzt einige fragen. Und das ist halt eine Kinderleggings in Größe 164. Ich mag das halt gerne, wenn das hier endet, so vor dem Knöchel. Das ist perfekt. Thumbnail. Ich habe noch ein Lacoste-Shirt. Und ich dachte, ja, mit so einem schwarzen Shirt kann man nichts falsch machen. Gerade jetzt, wenn es so ein bisschen kühler wird, damit man was Langärmeliges drunter hat, was aber nicht zu dick ist. Finde Lacoste eigentlich ganz schön. Mag den Schnitt super. Da habe ich eine S genommen. Das fällt auch ganz normal aus. Für alle Jungs, die sich das jetzt angucken, also die haben auch ganz viele Männerklamotten. Auch diese Tommy Hilfiger-Pullis, diese Lacoste-Shirts. Das gibt es auch alles für Jungs oder für Männer beziehungsweise. Kommen wir aber zu meinen Lieblingsprodukten. Junkyard, habe ich ja schon erwähnt, Schuhe, der Hammer. Daher habe ich mir zwei Paar Schuhe auch noch bestellt und in die einen Schuhe bin ich so verliebt. Ich hatte die gestern das erste Mal an und zwar diese hier. Die hatte ich euch in einem Video schon mal gezeigt, weil ich euch eigentlich eine Freude damit machen wollte, euch die zu zeigen, weil die auch auf 80 Euro runtergesetzt waren. Ja, und jetzt sind sie einfach schon direkt ausverkauft gewesen. Wie gesagt, ich stehe gar nicht auf diese normalen Air Force in schwarz-weiß. Aber Air Force hat manchmal so geile Dinger, die trotzdem schlicht sind, aber dennoch irgendwie richtig was haben, wo man denkt, ja Mann, perfekter könnte ein Schuh gar nicht sein. Und dann habe ich noch einmal Plateau Vans bestellt und die wollte ich schon sehr, sehr lange haben. Ursprünglich wollte ich eigentlich die Slip-Ons haben in Karo, aber die Slip-Ons passen mir nicht. Egal in welcher Größe, selbst 34,5
hat mir nicht gepasst und ich bin rausgerutscht. Aber wie gesagt, daher dachte ich, ja, okay, entscheidest dich halt für die mit Karo und Plateau. Die finde ich auch super für den Herbst. Die kann man super gut kombinieren mit einem Mantel. Ich liebe Plateauschuhe, weil ich ja auch klein bin, etwas dickere Oberschenkel habe und das wirkt halt echt super. Ich verlinke euch aber auch den ganz schwarz-weißen normalen unten in der Infobox. Das war's. Ich bin schon fertig mit meinem Little Junkyard Haul. Schaut einfach mal vorbei, die haben so geile Sachen und wie gesagt, ich bin immer halt echt überfordert mit dem, was ich bestelle und denke mir so, oh, das könnte ich bestellen und das und das und das und das, aber ja, woher diese Geld, ne, für das und das und das und das. Und wer sagt, bei Junkyard findet er nichts, ist ein Lügner, ein richtig schlimmer Lügner. Mein Code lautet FOX. 15 und damit bekommt ihr 15% Rabatt auf euren gesamten Einkauf ab einem Einkaufswert von 50 Euro. Und der Code gilt bis zum 7.10. Also habt ihr noch ordentlich Zeit zu bestellen. Falls ihr jetzt keinen Bock habt zu bestellen oder noch auf euer Gehalt wartet, kein Ding, kein Stress. Ihr habt bis zum 7.10. Zeit. Bis zum 7.10. ist der Code FOX15 gültig. Das Einzige, worauf ihr keinen Rabatt bekommt, sind Sale-Artikel oder Kampagnen, aber das ist alles gekennzeichnet. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir.